Hallo, liebe Formel 1-Fans. Wir schauen heute zurück auf die Formel 1-Saison 2023. Mit dabei natürlich unsere Experten Tobi Grüner und Michael Schmidt. Und ich bin Joel Lischka und freue mich auf die nächsten 30 Minuten. Ein neues Rekordjahr: 22 Rennen, 21 Siege für Red Bull, 19 für Max Verstappen. Schmidi, hast du schon sowas mal in der Formel 1-Geschichte erlebt? Nee, also bei dem einzelnen Fahrer sowieso nicht. Wir hatten eine ähnliche Überlegenheit eines Teams, 1988 McLaren. Die haben ja 15 von 16 Rennen gewonnen. Aber da haben sich die Siege aufgeteilt zwischen Alain Prost und Ayrton Senna. Aber ein einzelner Fahrer, der so viele Rennen gewinnt, das gab es noch nie. Wir haben eine leichte Vorahnung letztes Jahr schon gekriegt. Da waren es, glaube ich, irgendwie 15 Siege oder was. Man kann sich schon gar nicht mehr zählen und leider auch nicht mehr daran erinnern. Man tut dem Max manchmal Unrecht, weil er einfach alles gewinnt. Und dann verschwimmt es irgendwie in der Erinnerung, die größeren Siege, die kleineren Siege. Also wie gesagt, das ist ohne Beispiel. Ja, ich glaube, wir haben ja schon krasse Mercedes-Jahre gehabt vorher und mit dem neuen Reglement seit 2022 wurde uns ja eigentlich versprochen, dass es abwechslungsreicher wird, dass das Feld enger zusammen ist und dass wir jetzt so eine Saison sehen, das war doch etwas ernüchternd. Ja. Das stelle ich gleich mal zurück, weil das ist ein interessanter Punkt, da wollte ich auch noch einhaken. Aber weil Schmiedi es jetzt auch gesagt hat, ein Fahrer, Kategorie Fahrer des Jahres, würde ich euch beide gern fragen. Ich denke mal, obvious choice. Ja, da gibt es kein Vertun. Man muss jetzt wirklich langsam mal sich fragen, und ich glaube, die Frage stellen sich noch viel zu wenige, ist natürlich der Red Bull ein super Auto, wahrscheinlich auch das beste Auto im Feld, aber ich meine, der Perez ist kein schlechter Rennfahrer, aber der wurde von dem Verstappen wirklich an die Wand gefahren. Irgendwann muss man sich mal die Frage stellen, ist vielleicht der Verstappen wirklich der beste Rennfahrer im Moment, der eben diese 2/3 Zehntel extra bringt, auch gegenüber einem Hamilton, einem Leclerc, wissen wir nicht. Werden wir vielleicht erst erfahren, wenn mein Auto so ungefähr in die Nähe des Red Bull kommt. Aber wie gesagt, vielleicht ist der Red Bull gar nicht so wahnsinnig dominant, sondern vielleicht nur 2/3 Zehntel schneller, mit dem Verstappen dann in eine halbe Sekunde. Schön wäre es ja, wenn Red Bull mal irgendwie einen Fahrer als zweiten Fahrer nehmen würde, der ihm Paroli bieten kann oder von dem man, der eine bekannte Größe ist, von dem man weiß, dass er es kann. Genau. Dann hätte man mal einen Maßstab, Ja. also Norris oder Ja, auch Leclerc. Leclerc zum Beispiel. Also Leclerc ist sicher vielleicht auf eine Runde der schnellste, ja, würde ich jetzt mal sagen. Also ein Leclerc gegen einen Verstappen in einem Red Bull wäre sicher interessant, wobei man natürlich dann auch wieder sagen muss, bis der Leclerc dieses Auto kapiert hat, bis er sich in dem Team wohlfühlt, das dauert ein halbes Jahr. Und wenn er dann dauernd eben auch wieder an die Wand gefahren wird, dann kommt natürlich eine mentale Größe mit rein und dann wird es auch schwierig. Also jetzt einfach den Leclerc da reinzusetzen und zu hoffen, jetzt wird es aber richtig eng für den Max, ist wahrscheinlich auch, das geht nicht so einfach. Wie gesagt, die Formel 1 ist heute so komplex. Der Pierre Gasly hat uns erzählt, das Schwierigste ist gar nicht das Auto kennenlernen. Das geht relativ schnell. Das Schwierigste ist, die Leute kennenzulernen. Wenn ich untersteuern sage, ist es was anderes, als wenn der Ocon untersteuern sagt. Den Ocon, den kannten die seit 3 Jahren. Da wissen die, das genau einzuordnen. Wenn ich das sage, für mich fühlt sich das Untersteuern anders an als für den Ocon. Das heißt also, das Kennenlernen des Teams, egal wer zu Red Bull kommen würde, ja, auch wenn es ein Superstar wäre wie der Hamilton, der bräuchte sicher ein halbes Jahr, bis er da einigermaßen drin ist. Und du, also weil du jetzt gerade den Namen Hamilton aufgegriffen hast, der ist mir auch so im Kopf herumgegeistert. Ich meine, der Mann hat 7 WM-Titel eingefahren, ist Rekordsieger der Formel 1, die meisten Pole Positions. Und selbst bei dem ist man mittlerweile an dem Punkt, wo man glaubt, gegen Verstappen würde er wahrscheinlich echt Riesenprobleme bekommen. Ja, an dem Punkt ist man. Aber ist natürlich auch irgendwo unfair, weil, sagen wir mal ehrlich, der Mercedes in den letzten 2 Jahren war ein einziges Mal in der Lage, ein Rennen zu gewinnen. Das Rennen hat der Russell letztes Jahr in Brasilien gewonnen. Ansonsten war das Auto einfach nicht gut genug. Und wenn natürlich so ein Fahrer wie der Hamilton, der alles gewonnen hat und der natürlich vom Erfolg verwöhnt ist, merkt, da geht nichts vorwärts, dann fängt er mal das Experimentieren an. Das hat er letztes Jahr viel gemacht mit dem Setup, liegt dann natürlich öfters mal daneben. Heuer war das Auto so launisch. Man hat es ja an den vielen Rennen gesehen, entweder war der Russell gut oder der Hamilton, aber beide waren selten auf einem Niveau. Das zeigt also, wenn man da vom Setup wahrscheinlich einen Millimeter daneben war, war man schon im Nirgendwo. Und wie gesagt, und dann kommt natürlich, da fährt dann der Frust irgendwann mal mit, auch wenn das vielleicht nach außen nicht so zugibt und immer sagt, ja, wir arbeiten und wir sind ein Team, aber irgendwo hinterlässt er Spuren ganz klar. Und dann zeigt auch ein Hamilton nicht die Leistung, die er wahrscheinlich zeigen könnte. Ja. Aber wo du gerade noch beim Fahrer des Jahres warst, würde ich neben Verstappen auch noch Fernando Alonso zumindest mal erwähnen, in den Raum werfen, weil was der auch gerade in seinem Alter da mit diesem Aston Martin abgeliefert hat, gerade auch am Anfang der Saison, das ist wirklich unglaublich. Und auch ihn würde man gerne noch mal in einem Auto sehen, was WM-Titelfähig Ja. wäre. Schmiedi, du begleitest ja den Fernando jetzt schon echt lange. Wenn man deine Fahrernoten durchliest, er ist,
wahrscheinlich der zweitbeste Fahrer der Saison gewesen, oder? Nach ja, Max. Absolut, man muss es ja immer im Verhältnis zum Auto sehen. Am Anfang haben wir gedacht, naja, der Aston Martin, das ist so das Auto, das dem Red Bull am nächsten kommt. Er ist ja auch in vielen Dingen dem Red Bull, sagen wir mal, in der Charakteristik sehr ähnlich. Ich würde mal sagen, in der ersten Saisonhälfte hatte man den Eindruck, der kann alles, was der Red Bull kann, nur nicht ganz so gut. Ja? Und der Alonso hat das, was ihm das Auto geboten hat, das hat er rausgeholt. Und zwar zu 100%. Ich meine, der war, glaube ich, in den ersten, keine Ahnung, 8 Rennen, 6 Mal auf dem Podium gestanden. Dann in der zweiten Saisonhälfte nur noch 2 Mal. Und das waren genau die beiden Male, wo es eigentlich noch möglich war. Wo sie es ein bisschen versemmelt haben, war in Singapur. Ich glaube, da wäre er auf jeden Fall ein Kandidat fürs Podium gewesen. Aber da hat er relativ früh sich einen Schaden am Auto eingefahren. Dann später kamen ein paar Fehler hinzu, die unüblich waren für ihn. Das muss man auch sagen zum Schluss, das war ein bisschen komisch. Hat er bei 3 Nachtrennen Fehler gemacht. Ja, wir hatten das Thema, glaube ich, schon mal. Michael Schumacher, als er zurückkam, der war dann auch schon in den 40ern, hat er auch die meisten Fehler in den Nachtrennen gemacht. Damals gab es ja nur Singapur, aber da war fast jedes Jahr irgendwie Alarm. Das ist ein bisschen komisch, vielleicht im Alter ist die Sicht oder keine Ahnung, ist das Einschätzungsvermögen der Entfernung vielleicht nicht mehr so gut, dass man auf diesem Niveau dann eben, da ist ja der kleinste Fehler, ist man ja sofort mal im Kiesbett oder man trifft irgendeinen anderen. Also es war ein bisschen komisch, aber ansonsten muss ich sagen, für mich Alonso die Nummer 2 der Saison. Ja, also glaube ich, da gibt es wenig Widerworte. Wenn ich jetzt auch noch einwerfen würde nach Lewis Hamilton, der WM-Dritter geworden ist, das geht immer so ein bisschen unter. Letztes Jahr wurde er von Russell auch gerade ein bisschen entzaubert, würde ich mal sagen, in der Saison. Dieses Jahr erst WM-Dritter geworden mit einem sehr launischen Auto. Jetzt aber genau der Punkt, auch mit dem Nachtrennen, hat dann auch in Katar dann diesen Fehler gemacht, als er sich verschätzt hat beim Zweikampf mit Russell und ihn eingequetscht hat, im Kiesbett gelandet ist. Aber ich fand auch Oscar Piastri extrem positiv. Der junge Mann, der hat sich letztes Jahr bei Alpine nicht gerade Freunde gemacht oder in der Formel 1 gesagt, ich gehe zu McLaren, großes Risiko. Ich fand ihn, also eine steile Lernkurve, sensationell. Ja, also ja, vor allem war der Beweis, dass Rookies auch mit den aktuellen Autos im ersten Jahr schon glänzen können. Also das hat man ja zwischendurch gedacht, als Mick Schumacher kam oder andere Rookies. Die sind ja alle haben sich relativ schwer getan, gerade am Anfang ihrer Karriere. Und Oscar Piastri hat gezeigt, also wenn da ein Supertalent kommt, dann ist egal, was das für ein Auto ist, der kann da mithalten mit den Großen. Allerdings muss man auch sagen, im Qualifying auf eine Runde war er doch schon sehr nah dran an Norris. Norris hat natürlich auch ein paar Fehler gemacht, muss man sagen. Aber im Rennen war da noch die Lücke zu erkennen, Reifenmanagement, vielleicht ist es auch Setup-Arbeit, vielleicht da fehlt halt einfach die Erfahrung, das hat er selber gesagt. Da braucht er noch ein paar Jahre, um da dann wirklich auf das Niveau der ganz Großen ranzukommen. Aber auf jeden Fall, ja, Rookie des Jahres. Ja. Es gab ja nur 2 mit Logan Sargeant, aber ja, er hat auf jeden Fall eine positive Figur gemacht. Er ist für mich ganz klar die Messlatte jetzt für jeden Rookie. Also die Ausreden gibt es nicht mehr. Man kann natürlich sagen, ja, der McLaren war ein gutes Auto. Er war ab dem Grand Prix von Österreich ein gutes Auto. Davor hat er auch schon Punkte gemacht. Der Piastri hat also aus wenig einiges rausgeholt als einer, der sicher mit anderen Vorstellungen da reingegangen ist. Er hat wahrscheinlich gedacht, naja, McLaren ist wenigstens so gut wie im Jahr davor. Und dann haben sie angefangen und die waren wirklich im hinteren Feld, bis mal das Auto so einigermaßen ans Laufen gekommen ist. Ich finde auch, er hat einen Sprintsieg. Er ist 2 Mal auf dem Podium gestanden. Das muss man erstmal schaffen als Rookie. Auch dann mit einem besseren Auto. Das Reifenmanagement, das muss er sicher noch lernen, aber das ist einfach ein verdammt schwieriges Geschäft. Man sieht ja teilweise, erfahrene Leute haben da Probleme mit. Das wird nächstes Jahr besser werden und es wird übernächstes Jahr noch besser werden. Ich würde mal sagen, im Rennen ist er spätestens Ende nächsten Jahres auch auf dem Niveau von Norris. Also wenn einer so einsteigt wie der, dann muss man schon sagen, der hat Potenzial, da kann man auf was hoffen. Ja, dann mache ich gleich mal die Überleitung auch. Also ich wollte eigentlich jetzt euch fragen, was die Enttäuschung des Jahres war. Für mich war es am Anfang ein bisschen McLaren, hat sich dann aber so positiv entwickelt und mit den Voraussetzungen für die nächsten Jahre und auch mit den 2 Fahrern, weiß ich nicht, wo kann es da noch hingehen? Wie seht ihr das? Ja, McLaren ist für mich eindeutig Herausforderer von Red Bull Nummer 1 nächstes Jahr. Ja. Andreas Deller, der Teamchef, hat ja auch schon gesagt, in der Sommerpause, dass sie viele neue Ideen für die Zukunft haben, dass sie jetzt während der Saison diesen Schritt gemacht haben, dass sie das Auto verstanden haben, dass sie diese neue Formel, diese Aerodynamikformel quasi verstanden haben. Sie hatten sehr viel Windkanalzeit jetzt in der zweiten Saisonhälfte, weil sie eben so schwach waren am Anfang und konnten diese hoffentlich nutzen jetzt mit dem Auto 2024 und da ein gutes Auto hinstellen. Aber Ferrari hat Schmidt ja auch eine ganz gute zweite Saisonhälfte hingelegt, die muss man sicherlich auch auf der Rechnung haben. Also die beiden, würde ich mal sagen, sehe ich als Hauptherausforderer am Anfang der Saison. Nächstes Jahr. Nochmal zu McLaren zurück. McLaren hat erstmal, so hat es dann Stella erklärt, einfach nur versucht, Abtrieb, Grip zu finden.
er sagt, das Auto von der Charakteristik her wurde nicht so wahnsinnig viel besser. Die Fahrer haben sich am Ende der Saison über die gleichen Dinge beklagt wie am Anfang der Saison. Es war einfach nur schneller, weil Abtrieb ganz automatisch erstmal hilft. Aber es gab eben dann doch noch ein paar Probleme in der Balance, gerade bei langsamen Kurven. Und er sagt, nächstes Jahr werden wir den Weg natürlich fortsetzen, mehr Abtrieb zu finden, aber da sind wir auf einem guten Weg. Was nächstes Jahr wichtig ist, dann die wenigen Schwachstellen, die das Auto noch hat, zum Beispiel die langsamen Kurven, der hohe Luftwiderstand auf den Geraden, vor allem auf den schnellen Strecken, also bei Lowdown-Vorstrecken, die wollen sie dann abarbeiten. Und ich glaube, wenn sie das schaffen, dann können sie ja vielleicht doch mit Red Bull einigermaßen mithalten. Sie haben ein sehr gutes Team mit Norris und Piastri, zwei junge Leute, die wirklich auf sehr, sehr hohem Niveau fahren. Und bei Ferrari, wo ich eigentlich gedacht habe, die sind für mich verloren, weil die erste Saisonhälfte war eine Katastrophe. Da ging es nur rauf und runter, die haben keine Ahnung gehabt, was da los war. Und dann plötzlich haben die Kurve gekriegt, eben weil sie zwei Rennen hatten, wo das Auto sich wirklich sehr, sehr merkwürdig verhalten hat, im gleichen Typ von Kurve. Dann ist bei denen irgendwie der Geistesblitz gekommen, haben das erst theoretisch durchdacht, haben das dann mit Experimenten in Zandvoort quasi bestätigt. Und seitdem muss man wirklich sagen, ohne dass sie viel am Auto geändert haben, sie haben eigentlich nur noch ein einziges Mal den Unterboden geändert in Suzuka. Sie haben also vom Upgrade her das geringste Programm gehabt von allen Teams in der zweiten Saisonhälfte. Und trotzdem ist das Auto, sind die Ergebnisse besser geworden, weil, wie Vasseur sagt, wenn man den Teufel kennt, kann man ihn besser einschätzen. Und sie haben einfach die Probleme, sie wussten, woher die Probleme kamen, kann man sie besser antizipieren. Man kriegt sie nicht los, weil da hätte man Eingriff am Auto machen müssen, die gar nicht mehr möglich waren, die aber nächstes Jahr möglich sind. Also ich glaube, wenn sie den Weg jetzt so konsequent fortsetzen, wie sie ihn in der zweiten Saisonhälfte gezeigt haben, dass sie wirklich das Verständnis haben und das auch umsetzen können, dann würde ich sagen, könnte es ein Gegner sein. Also mit Charles Leclerc ist auf jeden Fall einer da, der vom Speed her mit dem Verstappen mithalten kann. Die Frage ist, ob es dann über die Renndistanz auch kann. Aber ich glaube, es ist ein Typ, der gut lernt. Beim Sainz muss man aufpassen, der hat am Anfang eigentlich überzeugt, wo es schlechter lief. Aber dann hinten raus, als das Auto besser wurde, hat eigentlich der Leclerc schon wieder gezeigt, dass er der schnellere Fahrer ist. Aber das einzige Rennen, das nicht ein Red Bull-Mann gewonnen hat dieses Jahr, war in Singapur Carlos Sainz. Da war er da. Ja, das war aber vor dem Unterboden. Ja, genau, das Rennen vor dem Unterboden. Und der Leclerc hat gesagt, er ist ganz klar im Qualifying versemmelt. Und das ist seine Stärke, weil wenn er vorne steht auf der Pole Position und er dann vorne ist, spielt er das gleiche Spiel, was der Sainz gespielt hat. Man muss sagen, das hat er klasse gemacht, der Sainz. Er hatte die Ruhe weg, einfach die Leute hinten. Er ist so schnell wie möglich langsam gefahren und hat die Leute einfach hinten aufgehalten, hat den Norris dann im DRS-Bereich gehalten, damit der nicht angegriffen wird vom Russell, der natürlich mit frischen Reifen oder frischeren Reifen am Ende schneller war. Also das war schon eine klasse Leistung. Aber ich glaube, das hätte Leclerc auch gekonnt in der gleichen Situation. Ja, und Leclerc hat ja auch zugegeben, wie sehr ihn das genervt hat, dass ausgerechnet das einzige Rennen, wo Ferrari siegfähig war, dass da der Teamkollege schneller war. Leclerc ja mit vielen Pole Positions wieder dieses Jahr, aber der Sieg ist halt nur noch das, was zählt. Ja, also das ist auch sowas, wenn man sich das anschaut, Red Bull im Qualifying ab und zu mal geschlagen, hat ja auch mal Hamilton in Budapest eine Fabelrunde hingelegt. Da möchte ich jetzt zu Mercedes rübergehen. Ich habe den Eindruck, nur Red Bull hat zu vielleicht fast 100% verstanden, wie diese Ground-Effect-Autos funktionieren, weil wir sind jetzt im zweiten Jahr, die Lücke wurde größer, wobei es vielleicht auch einfach an Verstappen liegt, der einfach so unfassbar gut ist. Mercedes kam mit einem anderen Konzept noch Anfang der Saison an die Rennstrecke, mit diesem Keine-Seitenkästen-Konzept, haben es dann umgeworfen und von außen so ein bisschen der Eindruck, die Schwankungen sind geblieben. Wie kommt das? Also, ja, ich habe den gleichen Eindruck, die Schwankungen sind geblieben. Am Anfang ging es noch ganz gut, als dieses erste große Upgrade kam. Aber irgendwie nach hinten raus, als sie dann wieder versucht haben, das noch weiter zu verbessern, kam das Bouncing teilweise wieder zurück. Dann waren sie wieder verwirrt. Dann haben sie wieder ein paar andere Eingriffe gemacht. Und meiner Ansicht nach ging es dann zum Schluss richtig auf und ab. Irgendwie hat man das Gefühl, dass sie dieses Bouncing-Problem, das jeder noch immer noch hat, aber sie schwerer loskriegen als andere. Ja, also auch McLaren hat es hin und wieder, hat der Stella gesagt. Aber sie haben dann irgendwie, haben ihre Maßnahmen, das dann wieder loszuwerden. Also ab einem bestimmten Grad, ab einem bestimmten Abtrieb, den man mit dem Auto erzielt, wird es immer wieder irgendwie zurückkommen. Man muss dann eben eine Lösung finden, wie man damit klarkommt. Ja, das war lustigerweise auch in Barcelona dieses Jahr wieder, wo es so gut lief wie letztes Jahr. Ja. Letztes Jahr hat man ja auch schon gedacht, oh, jetzt haben sie es gefunden, jetzt geht es aufwärts, genau wie dieses Jahr. Und dann wurde es danach wieder schlechter. Also bei McLaren und Ferrari, da habe ich eher das Gefühl, vor allem McLaren, da sagt ja auch der Stella, also sie verstehen das jetzt,
Nur Red Bull ist leider ein halbes, mindestens, wenn nicht ein ganzes Jahr voraus mit der Entwicklung, mit der Reife quasi. Die haben einfach dieses Verständnis früher gehabt und profitieren jetzt eben von ihrem Vorsprung. Bei Mercedes bin ich mir nicht sicher, ob sie das so durchblickt haben, weil da einfach immer noch zu viele Schwankungen sind. Und sie wollen ja jetzt, haben ja schon angekündigt, für nächstes Jahr nochmal eine Riesenrevolution zu machen, das Auto komplett vom Konzept umzubauen. Also Position des Cockpits ist ja ein Thema, Radstand wahrscheinlich, Gewichtsverteilung. Da ist die Frage, also keine Ahnung, natürlich die Wundertüte kann am Schluss aufgehen, aber es kann wieder in die Hose gehen. Ja, müssen wir abwarten, ob das klappt. Wir können es nicht sagen. Noch ganz kurz, wie trickreich die ganze Nummer mit der Entwicklung ist, das sieht man bei Aston Martin. Aston Martin hat ein ordentliches Auto bis Kanada. Dann hat man versucht, so jetzt, wir sind so knapp dran, jetzt müssen wir noch diesen Rückstand da, die 4/5 Zehntel oder was es war zu dem Zeitpunkt auf Red Bull aufholen, haben einen neuen Unterboden gebracht, der auch noch auf Anhieb funktioniert hat. Stop-and-Go-Strecke allerdings in Montreal. Dann kommen sie auf Strecken, schnellere Strecken mit länger gezogenen Kurven, plötzlich geht nichts mehr. Das zeigt, wie tricky, die Engländer sagen tricky, wie kompliziert diese Entwicklung ist. Man glaubt, man ist am Ziel, will noch einen Schritt weitergehen, denkt, man ist hundertprozentig richtig und dann kommt eben, wie gesagt, kommt wieder diese ganzen Phänomene dieser Ground-Effect-Autos zurück. Und da sich da alles auf wenigen Millimetern zwischen dem Boden und der Straße abspielt, ist eben ein Millimeter zu viel schon, hat riesige Auswirkungen. Und man muss verstehen, warum dieser ein Millimeter zu viel das dann nach sich zieht, was man dann eben auf der Rennstrecke erlebt, aber im Windkanal nicht unbedingt. Ja, das ist das Gleiche, man, dieses Delta to Map, das ist so ein neues Schlagwort in der Formel 1, das ist also quasi das Delta zwischen dem Labor, also dem CFD oder Windkanal zur Rennstrecke, das ist bei diesen Autos größer als bei der Generation davor. Und je kleiner man das hinkriegt, je sicherer man ist im Windkanal, die Probleme, die dann später auf der Rennstrecke irgendwann mal auftreten, werden dann irgendwie zu korrigieren, umso besser ist man. Und das war zum Beispiel, werden wir später wahrscheinlich davon reden, bei Haas ist das Riesenproblem. Das Delta to Map ging immer weiter auf. Hat Ferrari am Anfang auch erlebt, die haben ja ein ähnliches Grundprinzip. Aber die haben es dann plötzlich in den Griff gekriegt. Plötzlich hatten sie eine Lösung, haben die Lösung im Labor probiert, haben sie verifiziert auf der Rennstrecke und hatten dann plötzlich die Sicherheit, so, was wir machen im Windkanal, was wir machen im CFD, wir haben es irgendwo begriffen, das lässt sich ja auf die Strecke übertragen. Ich glaube, das war der Schlüssel. Das ist auch der Schlüssel bei Red Bull. Red Bull hatte die fing ja an letztes Jahr, wenn man sich mal daran erinnert, mit dem RB18. Der erste Test war eine Katastrophe in Barcelona, hatten unheimlich viel Bouncing. Es hat eine Woche gedauert, dann hatten die das Ding im Griff und seitdem haben die es im Griff. Ja, was man auch sagen muss, das Setup-Fenster ist ja ganz klein geworden, genau. Was ja auch da rein mitschwingt. Was eben auch aufgefallen ist dieses Jahr, dass die Unterschiede je nach Streckencharakteristik sehr groß geworden sind. Du hast ja schon gesagt, McLaren sehr schwach in langsamen Kurven, andere Autos stark auf schnellen Kurven. Der Williams war plötzlich immer da, wenn es schnell wurde. Und dieses einzige Auto, wo man wirklich sagt, das hat alles drauf, das hat wirklich, das ist der komplette Allrounder, das war der Red Bull. Und ich glaube, da liegt auch eins der Geheimnisse. Oder sagen wir mal, fast alles drauf. Es gab die Bodenwellen und die Curbs, da waren sie ein bisschen schwächer. Wie gesagt, Monte Carlo waren sie am Anfang auch komplett neben der Spur. Mit dem Basis-Setup haben sie gerade noch so hingekriegt, in Singapur nicht mehr. Aber es zeigt auch, der Red Bull hat noch die eine oder andere kleine Schwachstelle. Ich glaube, die Kunst ist es dort, wo man schwach ist. Weil irgendwo ist jeder schwach. Das wird man auch nie ausmerzen können, hundertprozentig mit diesen Autos. Aber eben dort, wo man schwach ist, noch so gut wie möglich zu sein. Und das hat der McLaren so langsam auch bei den langsamen Kurven geschafft. Am Anfang war es eine Katastrophe. In Singapur wurde es ein bisschen besser. Und obwohl man dann kein Upgrade mehr nach Singapur gebracht hat, wurde man sukzessive in den langsamen Kurven besser. Nicht gut genug, aber besser. Das zeigt, da kommt dann nur noch das Verständnis dazu, weil der Unterboden hat sich nach Singapur nicht mehr geändert. Das heißt, also, wie gesagt, das ist auch unglaublich wichtig zu verstehen, was man da macht. Und diese ganzen komplexen Strömungen unter dem Auto, über dem Auto, zwischen den Hinterrädern und der Verkleidung, das ist ja der kritischste Bereich überhaupt, dass man das versteht und dass man sofort eine Gegenmaßnahme weiß, wenn es irgendwo aus dem Ruder läuft. Ja, jetzt, du hattest Haas gerade angesprochen, ist für mich eine der Enttäuschungen des Jahres. Hatten ja auch nochmal ein riesen Upgrade zu den Nordamerika-Rennen. Und was war neben Haas oder was sind die Gründe, warum Haas so schwach war oder was bei anderen Teams dieses Jahr in die Hose gegangen? Ja, also wenn man jetzt von Enttäuschungen bei Teams redet, muss ich sagen, für mich waren alle enttäuschend, mit Ausnahme von Red Bull, McLaren und Aston Martin. Okay. Aston Martin deswegen, weil man nicht erwartet hat, dass sie über den Winter so einen riesen Sprung machen und McLaren, weil sie diese Wahnsinnswende geschafft haben. Jetzt könnte man vielleicht noch Ferrari nehmen, aber bei Ferrari, da geht man eigentlich davon aus, dass die vorne mitfahren. Also deswegen waren sie insgesamt erstmal für mich eine Enttäuschung. Weil eigentlich hat man ja gedacht, im zweiten Jahr,
okay, der Red Bull hat die alle irgendwie ausgebremst im ersten Jahr. Sein großes Problem war das Gewicht. Als es dann weg war, hat man ja schon Ende letzten Jahres gemerkt, war der Red Bull haushoch überlegen. Aber dann denkt man, im zweiten Jahr müssten die eigentlich jetzt mal alle ein bisschen was aufholen. Aber die haben nichts aufgeholt. Im Gegenteil, bei manchen ist es schlechter geworden. Und gerade im hinteren Feld war es schon bitter. Williams, Alpha Tauri, Sauber und Haas, die haben 3% aller möglichen Punkte geholt. Das ist nichts. Letztes Jahr war das viel mehr. Also die standen viel, viel besser da, der Tabellenkeller, als es dieses Jahr war. Also sie sind eigentlich wieder weggerutscht von den anderen sechs Teams da. Ja. Also das war für mich eine Enttäuschung. Ja, vor allem bei Haas, weil du ja darauf angesprochen hast, war für mich die Enttäuschung, dass die einfach dieses eine Problem, das war ja quasi nur ein Problem, dieses Überhitzen der Reifen im Rennen, wirklich über das ganze Jahr überhaupt nicht in den Griff bekommen haben. Sie haben ja einiges versucht, auch mit der Bremsbelüftung. Ich meine, Nico Hülkenberg hat es eben mit seinen klasse Qualifying-Leistungen dann auch nochmal hervorgehoben, wie groß dieses Problem ist. Und es war jedes Mal wieder eine große Enttäuschung. Und dass dann natürlich dieses Riesen-Upgrade, auf was sie ja doch große Hoffnungen gelegt haben, gerade auch für nächstes Jahr, dann auch nicht so funktioniert hat und am Ende sogar von Hülkenberg wieder in die Tonne gekickt wurde, das war natürlich schon eine große Enttäuschung. Und für mich war Sauber, muss man dann auch noch sagen, die haben sie mit großen Erwartungen gestartet, waren letztes Jahr, glaube ich, Sechster. Mhm. Und da ging es dieses Jahr wirklich rückwärts. Die haben sich da wirklich schwer getan. Auch am Ende, wo sie nochmal irgendwie gepusht haben, haben ja auch sehr viele Upgrades noch bis in die letzten Rennen gebracht und wurden dann quasi nochmal rechts von der Alpha Tauri überholt. Ja, das ist also auch gerade mit Hinblick auf den Audi-Einstieg 2026 jetzt kein besonders gutes Zeichen. Ja, schöne Überleitung auch, Thema Audi. In Mexiko war es, glaube ich, gab es Gerüchte, Audi würde oder der VW-Vorstand, der Konzern würde den Stecker ziehen für das Formel-1-Programm ab 2026. Jetzt ist ja letzte Woche, gab es eine neue Meldung, sie bleiben dabei, sie machen so weiter, 26 kommen sie, weil ja der neue Vorstandsvorsitzende Gernot Döllner 100 Tage nicht sprechen durfte. Wie ist denn da jetzt so der Stand? Habt ihr das Gefühl, der Konzern und auch Audi sind völlig committed zu dem Thema Formel 1 oder läuft es eher so bei den ganzen Problemen, die auch der VW-Konzern hat, so ein bisschen nebenherum? Also Döllner hat ja immer noch nicht gesprochen offiziell, da soll jetzt demnächst, soll da was kommen, was man so hört. Es gab eine interne Vorstandsmanager-Sitzung, heißt es da, also so ein Call, wo sich jeder einwählen kann, der da eingeladen wird auf Vorstandsebene und die oberste Management-Ebene. Und da kam eben die Frage auf an den Vorstand, ob Audi jetzt kommt, weil die natürlich auch selber wissen wollten, wie es da aussieht. Und da wurde eben vom Entwicklungsvorstand wurde das bestätigt. Also Döllner hat es gar nicht selber bestätigt, aber wie man so hört, hinter den Kulissen soll er damit jetzt zumindest mal seinen Frieden gemacht haben mit dem Formel-1-Projekt. Also das passiert auf jeden Fall. Aber ja, also ich glaube, sie haben selber gemerkt, dass die Absage jetzt einfach zu spät gekommen wäre, dass dieses Projekt einfach schon, dass dieser Zug quasi schon rollt und den jetzt noch zu stoppen, hätte keinen Sinn gemacht. Es wäre natürlich auch ein großer Image-Schaden, nicht nur wirtschaftlicher Schaden. Und alles, was jetzt kommt, auch an Ausgaben, also der Großteil der Ausgaben ist schon getätigt und jetzt auch durch die Budget-Caps beim Team und beim Motor, ist es eigentlich jetzt eine relativ günstige Sache, würde ich fast sagen. Das hätte jetzt überhaupt gar keinen Sinn gemacht, das jetzt noch zu stoppen. Ja, ich meine, in so einem großen Konzern gibt es immer Gegner, vor allem wenn ein Sparkurs allgemein ausgerufen wird, dann werden da viele Abteilungen sparen müssen und die einen mehr als die anderen. Und dann sagen natürlich die sparen müssen, ja, aber wir haben da ja noch so ein sündteures Formel-1-Projekt. Da fahren die Leute sinnlos im Kreis rum und keine Ahnung, und wir wissen gar nicht, ob uns das was bringt, das verbrennt nur Kohle und so. Diese Leute wird es immer geben, die gibt es sicher auch bei Audi, vielleicht sogar mehr als jetzt bei Mercedes oder wo, weil die eben auch noch nie in diesem Formel-1-Business mit drin waren. Die sollten sich vielleicht mal an diese goldenen Le Mans-Zeiten erinnern. Da haben sie ja ganz gut davon profitiert, imagemäßig würde ich sagen. Das Gleiche könnte ihnen bei der Formel 1 auch passieren, wenn sie einigermaßen erfolgreich mitfahren. Aber ich glaube, man muss mit einer Nummer mal aufhören. Und die wird teilweise intern gestreut, ja, von Gegnern dieses Projekts, die sicher immer noch da sind, wird aber meiner Ansicht nach hauptsächlich auch von Porsche gestreut, die irgendwie sauer sind, dass Audi eben doch an diesem Formel-1-Projekt festhält, wo sie selber gescheitert sind, durch eigene Blödheiten, muss man wirklich mal sagen. Die behaupten, und das wird auch teilweise dann von diesem Wirtschaftsmagazin ungeprüft übernommen,
Eine Formel-1-Saison kostet 1 Milliarde Euro. Das ist ein völliger Unsinn. Es ist überhaupt nicht möglich, dass es kostet. Ich meine, das, was sie ausgegeben haben, haben sie ausgegeben. Ja, die Fabrik in Neuburg steht. Mhm. Das hat 140 Millionen Euro gekostet, dieser Anbau und das Aufrüsten mit den Prüfständen. Bei Sauber wird noch investiert, aber das Geld ist jetzt irgendwann freigegeben. Auch das ist die Kapitalinvestition, das ist alles festgeschrieben. Da können sie über 65 Millionen Euro in 4 Jahren nicht raus. Und dann kommen die operativen Kosten. Die operativen Kosten sind durch den Budgetdeckel festgeschrieben. Da kann man nicht drüber raus. Und der Budgetdeckel schließt die Leute, also die Angestellten mit ein, und er schließt das Material mit ein und er schließt die Organisation mit ein. Und da bleibt dann höchstens noch das Marketing, was obendrauf kommt. Aber das liegt ja dann an Audi, wie viel Geld sie dafür ausgeben wollen. Und wie gesagt, das ist beim Motor, sind es ab 2026 130 Millionen. Vorher jetzt in den Vorbereitungsjahren ist sogar ein bisschen weniger. Bei Audi, was ein Neuling ist, 105 Millionen pro Jahr. Okay, das Geld ist, kann man sagen, verbrannt pro Jahr. Aber ich meine, das ist natürlich selbst für einen Autokonzern, der ein bisschen in der Krise ist, ist es ja Nasenwasser. Also, sind wir mal ehrlich. Und beim Team sind es mit allen Zulagen um die 150, 155 Millionen pro Jahr. Aber da kommen erstmal, selbst wenn man jetzt nur Neunter ist, wieder sauber in dem Jahr, da kommen schon mal allein da schon mal 80 Millionen, 70, 80, 75 bis 80 Millionen als Neunter in die Kasse. Dann hat man noch Sponsoren, da zahlt man vielleicht noch 20, 30 auf die 155 Millionen drauf. Aber wenn Audi da mal offiziell als Werksteam einsteigt, die finden mit Sicherheit genügend Sponsoren, sodass das mal ein Nullgeschäft ist. Also dass man da nichts, dass das Team selber nichts mehr kostet. Dann hat man halt noch die 130 Millionen pro Jahr beim Motor an der Backe. Aber wie gesagt, das ist meiner Ansicht nach vertretbar für den möglichen Imagegewinn, den man damit erzielen kann. Ja, und was man, glaube ich, auch nochmal sagen muss, die Kaufsumme von Sauber. Natürlich muss da jetzt viel Geld bezahlt werden, aber das ist ja wie eine Investition zu sehen. Also in der aktuellen Formel 1, das ist nicht so wie Honda, die damals irgendwie ihr Team für einen britischen Pfund an Ross Brawn verkauft haben, sondern in der aktuellen Zeit sieht man krasse Wertsteigerungen bei den Rennstellen. Also da kann man das fast als Investition in die Zukunft sehen. Selbst wenn Audi sich dann nach 5 Jahren Erfolglosigkeit entscheiden sollte, wieder rauszugehen, zumindest in der aktuellen Lage, so wie sich die Formel 1 aktuell präsentiert, kriegt man diesen Rennstall immer wieder zu einem guten Betrag los und macht damit sogar am Ende vielleicht noch Gewinn. Das ist ja auch eine gute Überleitung zum einem der, sag ich mal, unsäglichen Sagen in der Formel 1. Das ist das Andretti-Thema, die mit GM oder Cadillac dann als deren Marke einsteigen wollen. Ich habe den Eindruck, die Formel 1 versucht alles, die Teams zumindest, die Amerikaner da nicht reinzulassen. Die FIA hat grünes Licht gegeben. Schmidti, wie siehst du das? Können wir darauf hoffen, dass Andretti und GM dann wirklich mal in der Formel 1 am Start stehen oder... Na, ich fürchte, die wollen das aussitzen, auch die Formel 1, weil sie natürlich irgendwo der Anwalt der Teams sind und selber, ja, sie haben wahrscheinlich die Befürchtung, wenn wir die jetzt zulassen, die Teams werden dann auf die Barrikaden steigen, wir wollen nicht weniger Geld haben als bislang und dann muss halt mehr vom Kuchen abgegeben werden an die Teams, was dann wieder von Liberty weggeht. Also da geht es nur um die Kohle, die werden das versuchen auszusitzen, bis der Andretti 2025 nicht antreten kann, dann rutscht dann das neue Concorde Agreement mit rein. Da wird dann wahrscheinlich die Einstandssumme nicht mehr 200 Millionen Dollar, sondern mindestens 600, 700 Millionen Dollar betragen. Nur dann, muss man sagen, die Summe brauchen sie gar nicht aufrufen. Dann sollen sie lieber gleich sagen, wir wollen keinen, weil 600, 700 Millionen zahlt keiner. Noch nicht mal ein Toyota, der das sicher zahlen könnte, weil die kann keiner rechtfertigen. Auch ein Konzern nicht. Da sagt jeder, hey, das Geld ist weg. Für was? Nur, dass wir dabei sein dürfen. Dann ist ganz klar, wenn jemals so eine Summe aufgerufen wird, also quasi Eintrittsgeld dieser Größe aufgerufen wird, kommt nie wieder jemand in die Formel 1. Nie wieder. Weder ein Toyota, noch ein GM, noch sonst irgendjemand. Also entweder man springt es mal über den eigenen Schatten und sagt, okay, in Gottes Namen, jetzt lassen wir den Andretti rein. Wenn es eine Nullnummer ist, wenn es wirklich in die Hosen geht, dann haben sie ein gutes Beispiel zu sagen, Leute, schaut her, wir haben euch immer gewarnt, die Formel 1 nimmt keinen Schaden. Den größten Schaden würde Andretti selber nehmen und dann vielleicht GM, wenn sie das richtig groß mit einsteigen und dann auf die Nase fallen würden. Also meiner Ansicht nach ist das Risiko gering. Jedes Team würde 20 Millionen Dollar kriegen. Bei dem derzeitigen Auszahlungsmodus kann man 4 Jahre damit leben, ohne jetzt irgendeine Kohle zu verlieren. Erst dann, nach 4 Jahren, würde man dann vielleicht beim jetzigen Modus ein bisschen weniger prozentual einnehmen. Das wäre 0,5%, kann man eh vergessen. Aber bis dahin ist entschieden, ob der Andretti
das bringt oder nicht bringt. Also dann ist er wieder weg, wenn er nichts taugt. Also müssen Sie sich eigentlich keine Sorgen machen. Im Endeffekt würde ich sagen, lasst ihn jetzt mal rein, schaut euch das an. Und wenn es wirklich schlimm wird, kann man immer noch dann für die Zukunft eine andere Lösung suchen. Ja, ich finde es vor allem schade, die Formel 1, die auch die anderen Teams, die Formel 1 Management hat immer gesagt, wenn ein großer Autohersteller anklopft, dann öffnen wir die Türen, dann sind die sofort dabei. Das Problem jetzt war, glaube ich, dass Andretti quasi als Team vorgeprescht ist, als kleines Team. Und da haben sich dann so viele Widerstände formiert, dass das jetzt irgendwie plötzlich auch egal ist, dass der GM quasi hinten dran ist und sogar ja mittlerweile erklärt hat, wir bauen einen eigenen Motor. Also wenn es andersrum gelaufen wäre, dass GM von Anfang an gesagt hätte, hey, wir kommen als GM Cadillac, mit was für einer Marke auch immer, wir bauen einen eigenen Motor und Andretti ist unser Einsatzteam. Und das wäre vor 4, 5 Jahren passiert, dann wären die Türen aufgegangen. Aber so wie es jetzt ist, sind halt die Fronten so stark verhärtet, dass da einfach die Teams sagen, wir wollen diesen Machtkampf nicht verlieren und jetzt ist halt jetzt Andretti oder das neue Team ist halt da der Leidtragende und ich glaube auch die Fans sind die Leidtragenden. Wenn man mal sieht, Umfragen, alle wollen ein 11. Team, jeder sagt, ein 11. Team wäre super, zwei Fahrer mehr, auch vielleicht eine Chance für junge Fahrer, einen Amerikaner noch mal im Cockpit zu haben, den Markt noch weiter zu erschließen, also ja, für mich ist das absolut ein No-Brainer, also warum man das nicht macht. Klar, also ich kann natürlich die Teams verstehen, aber meiner Meinung nach, wenn die Formel 1 sagt, hey, wir gucken auf die Fans, wir machen, was die Fans wollen, müssten die da eigentlich auch sagen, hey, jetzt dann müssen die Teams jetzt halt mal damit leben. Die Teams sagen ja immer, uns geht dabei Geld verloren. Eigentlich muss man ja sagen, die Formel 1 ist ja eigentlich eine Serie, in der 13 Teams fahren sollten, dürften. Die haben eigentlich in den letzten Jahren immer mehr verdient, mehr bekommen, als sie eigentlich sollten. Wenn jetzt quasi ein 11. Team ist, dazu kommt, heißt es nicht, dass sie weniger verdienen, sondern von dem, was sie jetzt schon mehr bekommen, geht halt ein bisschen flöten. Ich glaube, eine zweite Sorge ist von den Teams, die werden ja teilweise durch Investmentgesellschaften, sind die Besitzer oder in manchen Fällen auch wie bei Toto Wolff zu 30% einzelne Leute, die haben einfach Angst, wenn jetzt nur ein 11. Team kommt, sinkt wieder der Wert ihres Teams, weil natürlich 10 Teams, je weniger Teams es gibt, umso wertvoller bist du auf dem Verkaufsmarkt. Jetzt nicht, was du einnimmst, die Summen sind ja festgelegt, aber der Wert des Teams bemisst ja daran, ja, wie selten der Artikel oder wie schwer es ist, überhaupt in diesen Club reinzukommen. Ja, wenn es da einer reingelassen wird oder wenn zwei reingelassen werden, sinkt natürlich zunächst erstmal wieder der Preis und damit die Anteil oder der Wert der Anteile derjenigen, die diese Formel-1-Teams besitzen. Man ist die Besitzer von Williams zum Beispiel, das ist eine amerikanische Investmentfirma, Doyleton, die hatten ein Angebot von Porsche. Die wollten den Laden kaufen. Ja, bloß die haben gesagt, nee, interessiert uns nicht. Ja. Weil den können wir vielleicht in 3 Jahren noch viel, viel teurer verkaufen. Ja. Kommt in 3 Jahren wieder. So rechnen die. Aber wenn es ein Andretti dann auch dazwischen funkt, dann ist vielleicht das, was jetzt 1 Milliarde wert ist, mal kurzfristig bloß 800 Millionen wert. Ja. Bis sich das dann wieder alles, so denken diese Leute halt. Und das ist das Problem. Und das sollte aber dem Formel-1-Management völlig egal sein. Ja, die müssen schauen, dass das ihr Geschäft brummt und das brummt dann, je mehr Teams drin sind, die natürlich auch was können, das ist klar. Keiner hat was von einem Andretti, der hinterherfährt wie der Williams da vor 3 oder 4 Jahren, 2,5 Sekunden hinter dem Feld oder irgend so ein Blödsinn, dann brauchen wir ihn nicht. Aber ich meine, das Risiko muss man mal eingehen. Das kann keiner, selbst wenn der Toyota sagen würde, wir kommen jetzt, wird er wahrscheinlich am Anfang in der ersten Saison ja, die letzten 2, 3 Plätze belegen, wie es ja damals 2002 war. Ja, also es ist einfach nicht so einfach und jeder Neuling wird sich da erstmal durchbeißen müssen. Ja, und ich finde auch den Punkt, den Tobi angesprochen hat, Erschließung anderer Märkte, vor allem der US-Markt hat ja in den letzten Jahren in der Formel 1 geboomt. Die Formel 1 hat noch nie so stark ihre Füße auf dem amerikanischen Boden gehabt wie jetzt. Und da möchte ich jetzt auch noch mal an das Comeback in Las Vegas erinnern. Ihr zwei wart vor Ort. Wie schafft die Formel 1 den Spagat zwischen Show und Sport? Wie seht ihr das? Ist es schon zu amerikanisch für unser Befinden als Europäer? Oder? Also ich finde, das müsste man je nach Rennen ausrichten. Also ich fand das jetzt zu Las Vegas hat es einfach gepasst. Das ist einfach so... So drüber über allem und wenn dann da halt eine Eröffnungsfeier stattfindet, eine halbe Stunde mit, keine Ahnung, 20 Weltstars und Drohnenshow und Feuerwerk und Laser und keine Ahnung was, dann passt das dazu. In Belgien oder in Monza würde ich das jetzt nicht machen, dann würde ich sagen, da passt es einfach nicht hin. Wenn der Amerikaner das braucht, auch um die Hütte voll zu kriegen, finde ich dann so 3, 4 Rennen kann die Formel 1 das durchaus aushalten. Ich finde, man braucht jetzt nicht
vor jedem Rennen irgendwie eine Eröffnungsshow mit Sänger und einzelner Fahrervorstellung. Also ich finde, da hat es gepasst. Generell glaube ich schon, dass Stefano Domenicali das irgendwie einigermaßen im Griff hat und dass da nicht zu viel passiert. Mich stören eher ein bisschen die Sprintrennen, als jetzt, ob da jetzt ein Sänger ist oder ob da ein Fahrer jetzt nochmal irgendwie zu irgendeiner Veranstaltung muss. Ja, ja, ich glaube, ich sehe das Las Vegas jetzt auch nicht so engstirnig, wie es viele Puristen oder wie Max Verstappen das da gesehen hat. Ich meine, auch solche Veranstaltungen müssen sein. Noch haben wir ja unsere Klassiker, Silverstone, Spa, Monza, Monte Carlo. Wenn die mal weggehen und dann nur noch Las Vegas und Miami da ist oder irgendwelche Grand Prix in den arabischen Ländern, wo sich kein Mensch dafür interessiert, dann muss man sicher mal ein Fragezeichen setzen. Aber Stefano Domenicali hat, glaube ich, in einer Mercedes-Veranstaltung Freitagabend in Las Vegas gesagt, Leute, schimpft nicht über Rennen wie Las Vegas. Diese Rennen finanzieren quasi die Klassiker, die ihr alle drin haben wollt, im Kalender mit. Es gäbe kein Spa und kein Monza mehr, wenn es nicht diese Rennen gäbe wie Jeddah oder Las Vegas, die eine Mörderkohle bezahlen, dass sie überhaupt Teil des Zirkus sein dürfen. Das muss man mal sehen. Okay, wie gesagt, der Show, man kann ja wegschauen, wenn es einen nicht interessiert. Das Wichtige ist das Rennen. Und das Rennen, sind wir uns mal einig, Las Vegas war wahrscheinlich das beste Rennen des Jahres. Und dann möchte ich noch eine kleine Anekdote zu Las Vegas erzählen. Wir hatten es in Abu Dhabi mit dem Nico Hülkenberg, bin ich zusammengesessen und haben uns so über Las Vegas geredet. Ihm hat es eigentlich ganz gut gefallen, obwohl er ja schon einer ist, der länger dabei ist. Ihm gefällt auch die ganze Musik da ganz gut, die da auf der Startaufstellung dröhnt. Da kann ich jetzt überhaupt nichts anfangen. Ich finde, wenn mal die Veranstaltung losgeht, sollten die Motoren den Ton machen und nicht irgendwie ein Disc-Jockey. Aber egal, er war am Sonntag noch in Las Vegas und hat dann irgendwie auf der Straße einen Fan getroffen. Also er hat nicht gesagt, dass er Rennfahrer ist, der Fan wusste das natürlich gar nicht. Und der hat gesagt, der Hülkenberg gefragt den Fan, wie fandest du so? Ja, geil, alles super. Und er sagt, wo bist du gesessen? In Kurve 7 für $2000 auf der Tribüne. Also kein Pedoclub, Tribünenplatz, $2000, alles super. Ja, aber der Hülkenberg gesagt, da war doch am Donnerstag, ist auch ein Training, eins ist fast ausgefallen, das andere konnte er gar nicht sehen, weil er von der Tribüne runter musste. Ach, scheißegal, hat er gesagt, ich war in der Fanmeile, dann war ich noch im Casino und habe mir da kein Papier noch reingezogen. Und am Freitag war ich auf der McLaren-Party und am Samstag auf der Red Bull-Party. Alles super. Und dann sagt der Hülkenberger, vielleicht haben wir einen ganz anderen Anspruch, wir, die wir in diesem Zirkus groß geworden sind. Gibt es halt Leute, die kommen aus einem anderen Grund dahin. Und der Witz ist ja, obwohl die Formel 1 ja heuer vorhersehbar war, also wir wussten ja alle, wer gewinnt. Trotzdem hat dieser Sport, zumindest mal vor Ort, wo die Leute ja richtig Kohle abledern müssen, also vielleicht nicht gerade so viel wie in Las Vegas, aber trotzdem auch in Spielberg zahlt man eine Menge Kohle für ein Tribünenticket oder für einen Stehplatz. Trotzdem war fast überall volles Haus. Da muss man sich ja fragen, warum. Die Formel 1 ist inzwischen so eine Marke geworden, die braucht wahrscheinlich gar keine spannenden Rennen mehr. Die Leute haben irgendwie gehört, das ist irgendwie was ganz Exklusives. Ja, gibt es halt nur 22 Mal. Für uns ist das natürlich viel zu viel, aber da es ja nur 22 Mal im Jahr gibt, ist es deutlich weniger als Fußballspiele oder irgendwelche anderen Sportarten, die dauernd stattfinden. Da ist 3 Tage Party. Da fahren irre Autos rum, die man sonst nie sehen kann. Das Produkt ist inzwischen zur Marke geworden. Die Leute wollen dahin. Aus verschiedensten Gründen. Natürlich wird es die nach Spa kommen oder die selbst auch die nach Austin gehen, jetzt in den USA. Es ist ja nicht nur so, dass alle USA-Rennen jetzt diesen Partycharakter haben. In Austin kommen die richtigen Rennfans. Aber wenn wir in Amerika 3 Rennen hätten und die wären in Austin, Watkins Glen und in Road America, also 3 geile Rennstrecken, wären immer die gleichen da, aber die gleichen könnten sich vielleicht 3-mal nicht leisten. Also wären dann das eine oder das andere Rennen würde sich dann gegenseitig kannibalisieren. Also insofern ist es ganz okay, dass man in Miami und in Las Vegas andere Fans reinholt, die aus einem anderen Grund zum Formel-1-Rennen gehen wollen. Du hast gesagt, die Strecken waren alle ausverkauft. Zur Wahrheit gehört aber auch dazu, dass die Einschaltquoten doch nicht mehr ganz so steil gegangen sind wie in den letzten Jahren. Das muss man leider auch sagen, was denn wahrscheinlich mit der Verstappen-Geschichte zu tun hat. Das hat damit, und natürlich, dass es immer mehr im Pay-TV verschwindet. Und wenn es im Pay-TV verschwindet, schauen natürlich nur noch die Leute zu, die bereit sind, Kohle zu zahlen für ein Produkt, wo sie Spannung haben wollen. Weil der zu Hause auf der Couch sitzt, der hat von der Party nichts. Der zahlt halt da, keine Ahnung, bei Sky ein Abo für 30 Euro oder was und der will ein spannendes Rennen sehen. Dass das natürlich runtergeht, ist klar, das ist die Kehrseite der Medaille. Ideal wäre, wenn der Sport auch noch
Spannung bieten würde. Gut, aber das habe ich ja im Fußball auch. Im Endeffekt sind die Bayern 11-mal in Folge Meister geworden. Das, wenn ich sagen darf, das Sky-Abo ist das Fußball-Bundesliga das teuerste. Die Formel 1 kostet 5 Euro. Ja. Dann habe ich noch Tennis und Golf und so dabei. Also die Formel 1 an sich ist gar nicht so teuer bei uns im Pay-TV, aber ich gebe dir recht, Fußball, Formel 1 hat natürlich einen anderen Stellenwert. Wobei Fußball lebt natürlich davon, dass die Leute Fans von irgendeiner Mannschaft sind. Ja. Und denen, die interessiert erstmal die eigene Mannschaft, ob dann Bayern am Ende Meister wird, okay, geschenkt. Aber hier in der Formel 1 gibt es das weniger. Also es gibt vielleicht Ferrari, die haben eine Fangemeinde, klar. Aber ansonsten, da gibt es vielleicht ein paar Hamilton-Fans, ein paar Verstappen-Fans, wie auch immer. Aber viele schauen einfach Formel 1, weil sie den Sport mögen. Und weil sie einfach daran interessiert sind, ein geiles Rennen zu sehen, ein spannendes Rennen zu sehen. Wer da am Ende gewinnt, ist vielen, glaube ich, relativ wurscht. Da muss der Sport an und für sich überzeugen. Beim Fußball, glaube ich, oder überhaupt alle Mannschaftssportarten, haben schon mal den Riesenvorteil, dass es eine Fangemeinde gibt von den einzelnen Clubs. Und denen ist es scheißegal. Denen ist ein langweiliges 1-0 für ihren Club wichtiger als ein sensationelles 3-4. Tobi, du hattest ja vorhin kurz angesprochen, dass die Sprints jetzt nicht so angenehm für dich sind. Wahrscheinlich einfach auch vor Ort der Stress einfach höher ist als bei gewöhnlichen Rennwochenenden. Wie wäre denn euer Wunschformat? Auch über Sprints wird ja permanent diskutiert. Es gibt ja die Idee des Reverse Grid. Wie seht ihr das? Ja, also die Formel 1 argumentiert ja immer damit, dass die Einschaltquoten höher sind. Klar, die Einschaltquoten gehen ein bisschen nach oben, weil die Leute natürlich lieber ein Qualifying am Freitag angucken als ein zweites Training. Deshalb ist natürlich die Einschaltquote beim Qualifying höher als beim zweiten Training. Aber ich bin ja auch viel auf Social Media unterwegs und wenn du da siehst, wie die Reaktionen sind, dann ist eher ablehnend generell zum Thema Sprint, finde ich, weil es einfach was Neues ist. Ich glaube, Schmidi, du bist nicht ganz so ablehnend dem Format gegenüber. Aber ich glaube, mit Reverse Grid können wir alle nichts anfangen. Nee. Also, ich meine, ich finde es wichtig, dass bei 24 Rennen, die wir ja nächstes Jahr dann haben werden, da muss ein bisschen Abwechslung da sein, auch vom Ablauf her. Weil wenn wir 24 Mal immer den gleichen Ablauf haben, dann wird es auch irgendwo langweilig. Vor allem, wenn dann immer einer gewinnt, dann braucht es irgendwie mein Highlight dazwischen. Und ich finde diese Sprints jetzt nicht so schlimm. 6 ist wirklich das Maximum. Da halten sie sich im Moment noch dran. Muss man abwarten, ob das dann wirklich auch so ist für die Zukunft. Aber meiner Ansicht nach war das Format im ersten Jahr das Beste, weil es das Logischste war, eine Qualifikation, das ist die Startaufstellung für den Sprint, das Resultat des Sprints ist die Startaufstellung für das Hauptrennen, dann Hauptrennen. Okay, da wollten wir halt noch diesen neuen Programmpunkt mit einfügen, ein zweites Qualifying. Das war aber dann so ineinander verschachtelt, dass kein Mensch mehr kapiert hat. Das ist relativ leicht zu lösen. Man fängt mit dem ersten Training an, dann Sprint-Qualifying, dann am Freitag, dann am Samstag der Sprint und dann die richtige Qualifying fürs Rennen, dann sind die beiden Ereignisse voneinander getrennt, macht Sinn. Reverse Grid, absolutes No-Go. Es gibt zwei Dinge oder drei Dinge, die es in der Formel 1 nie geben darf, ist BOP. Das sind Platzierungsgewichte, was man ja früher auch mal mit der DTM hatte, also quasi, dass der Sieger so eine Art Strafgewicht beim nächsten Rennen kriegt. Und das dritte ist Reverse Grid, das ist einfach Klamauk. Das ist wie Wrestling. Das darf nie passieren, weil dann macht man sich zur Lachnummer. Das ist kein Sport mehr. Und ich finde, die Sprints sind nicht so schlecht. Ich meine, wir sind jetzt alle nochmal durchgegangen. Das waren, glaube ich, insgesamt 3 plus 3 plus 6, also 12 Sprints. Deutlich mehr als die Hälfte waren gute Rennen, teilweise besser als das Hauptrennen. Ich weiß nicht, was die Leute haben. Es waren die letzten beiden da halt in Austin und in Interlagos. War jetzt nicht das absolute Highlight, aber es gab trotzdem noch, also glaube ich, um die 20, 25 Überholmanöver, also so schlecht war es nicht, halt gerade an der Spitze nicht. Beide Rennen haben sich darunter gelitten. Der Verstappen war nicht auf der Pole Position, hat aber den Pole Position Halter in der ersten Kurve gekriegt. Wenn das nicht passiert wäre, hätte es ganz anders ausgeschaut. Katar war ein sensationeller Sprint, weil fast die Hälfte des Feldes auf Soft gefahren ist, die andere Hälfte auf Medium. Da gab es dann Verschiebungen in diesem langen Stint, kann man ja sagen. Also meiner Ansicht nach braucht man diese Gimmicks nicht, um den Sprint gut zu machen. Und ich halte es dann mit Martin Brundle, der sagt, der langweiligste Sprint ist immer noch besser als das spannendste FP2 oder FP3. Ja, was mich ein bisschen stört ist, und da hat Max Verstappen, glaube ich, auch schon gesagt, ist, dass der Sprint quasi schon so ein bisschen vorwegnimmt, was man im Rennen sieht. Also man weiß, wenn der Red Bull im Sprint, ist zwar nur ein Drittel der Renndistanz, 100 Kilometer, da merkt man schon, wie der Reifenverschleiß ist, wie sich die Teams dann im Rennen über die Distanz entwickeln. Und wenn der Red Bull nicht auf der Pole steht, was ja öfter mal der Fall war dieses Jahr, und dann das führende Auto quasi innerhalb von 10 Runden dann überholt, dann weiß man, das Gleiche passiert halt am Sonntag auch. Brauche ich am Sonntag vielleicht nicht mehr so zugucken oder ich weiß eben, was passiert. Und das finde ich ein bisschen schade. Aber ich gebe dir natürlich recht, Schmidi, Rennen ist immer besser als Training, aber
eigentlich sollte das Hauptrennen am Sonntag der absolute Höhepunkt sein. Und da sollte man nicht wissen, was passiert. Vielleicht hilft es jetzt ein bisschen. Du hast ja schon angekündigt, das Qualifying zum Rennen soll erst am Samstagnachmittag sein. Und vielleicht würde es helfen, wenn man sagt, man ändert die Parc-Fermier-Regeln, dass man sagt, nach dem Sprint am Samstagvormittag darf nochmal am Auto rumhantiert werden, darf Setup nochmal verändert werden, sodass sich dann für das Qualifying und das Rennen quasi dann das Kräfteverhältnis ein bisschen unterscheiden können. Ja. Noch eine Kritik der Teams ist ja, man hat nur dieses eine Training, um sich vorzubereiten. Das finde ich nicht so schlecht. Also gerade wenn die Teams jammern, muss man genau das Gegenteil machen, weil die wollen natürlich immer Berechenbarkeit. Ja, und das finde ich dann ganz gut. Aber wie du schon sagst, wenn dann der Park für mich nochmal aufgeht, macht man quasi nochmal ein neues Rennen. Auch wenn sie das dann nicht mehr gegenchecken können, weil es ist ja dann alles Theorie. Man weiß, warum man langsam war, bastelt da rum. Man kann ja auch dann in die falsche Richtung basteln. Das finde ich also, das hat was und würde dem Rennen dann vielleicht noch ein bisschen einen anderen Drive geben. Okay, haben wir alles. Ja, genau, ich wollte gerade sagen. Habt ihr noch irgendwas, was ihr unbedingt ansprechen wolltet? 2024, 24 Rennen, Schmiedi? Ja, das wird hart. Ja, das wird hart. Also der Verstappen darf auf keinen Fall mehr als die Hälfte gewinnen. Das ist ganz wichtig, weil sonst wird es echt bitter. Ein drittes Jahr wird dann wird einfach, da ist es dann zu viel. Ja, man muss leider auch sagen, Red Bull konnte ja dieses Jahr sich lange auf den Lorbeeren ausruhen und schon sehr früh anfangen mit der Entwicklung. Also nur weil die anderen jetzt große Schritte machen und auch große Schritte angekündigt haben, man muss davon ausgehen, dass Red Bull leider auch einen großen Schritt macht. Ja. Außer das Reglement ist schon so weit ausgereizt, dass jetzt wirklich nur noch kleine Schritte möglich sind. Das ist die einzige Hoffnung. Das ist ja immer das, man nähert sich an und so weiter. Ja, hoffen wir alle, glaubt drauf, dass es nächstes Jahr sich zusammenschiebt. Mehr verschiedene Sieger, nicht die Langspielplatte. Red Bull Favorit, Red Bull gewinnt. Das haben wir immer geschrieben. Ja, das war es dann auch von unserer Seite. Wir wünschen euch viel Spaß mit der Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen wieder mit uns dabei zu sein und wir sehen uns dann spätestens nächstes Jahr wieder mit neuen Folgen von Formel Schmidt und bis dahin macht's gut, guten Rutsch. Ciao. Wiedersehen. Servus.